herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Buffalo Soldier. Was möchte Ihnen der Dr. Kiff heute näher bringen? Erstens, warum kam der Anstieg der letzten Wochen im Cannabis-Bereich? Zweitens, wird es jetzt wieder interessant, in Cannabis-Aktien einzusteigen, um eine ähnlich starke Aufwärtsbewegung zu sehen, wie wir sie die letzten Jahre hatten, mit teils über 1000-prozentigen Anstiegen pro Jahr? Und drittens, welche Werte sehen aktuell eher bullisch aus und welche bärisch? Darum geht's heute, los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Sie hatten es sich erwünscht, ich liefere es Ihnen, den Mehrwert, den Sie sich hoffentlich erwünscht haben. Es geht heute um Cannabis. Ich hatte ja die Fragen, die aufgeworfen wurden, schon gestellt im Intro. Wir wollen das Ganze richtig aufbauen, Sie abholen, Verständnis zeigen. Warum ist das so passiert oder was sind die fundamentalen Gründe und wie sieht es charttechnisch auf Basis der Elliott-Wellen aus? Wir fangen als allererstes an. Sie lassen diesem Video bitte ein Like da, wenn Ihnen das Ganze gefällt, damit es möglichst weit in die große, weite Welt hinausgetragen wird. Und ich starte los und versuche Ihnen das Ganze möglichst eindrücklich darzulegen. Also, der Aktionär hat vor 7 Tagen einen Bericht geschrieben. Die Aktien der Cannabis-Unternehmen haben sich im vergangenen Jahr extrem schwach entwickelt. Absolut richtig. Massive Korrektur. Kein Widerspruch. Doch nun melden sie sich eindrucksvoll zurück. Canopy Growth stieg am Donnerstag in Toronto gut 11%. Tilray sogar mehr als 22%. Beide Werte werden wir uns jetzt gleich auf dem Chart anschauen. Unter anderem noch 2 weitere dann. Ja. Neue Hoffnung auf die vollständige Legalisierung von Cannabis in den USA beflügeln die Werte. Sehr interessanter Punkt. Gehe ich auch gleich drauf ein. So, hier könnte sich in der kommenden Woche Entscheidendes tun. Das war, wie gesagt, letzte Woche. Ja. Wir sprechen nämlich jetzt gerade darüber. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt ist diese Abstimmung noch nicht erfolgt. Ich kann es jetzt gerade noch nicht sagen. Diese Abstimmung wird jetzt in den nächsten Stunden getätigt. Deswegen wird sich sehr wahrscheinlich nächste Woche am Montag, Dienstag dann einiges tun in die eine oder andere Richtung. Wir schauen uns das Ganze trotzdem charttechnisch an. Sehr, sehr interessant, falls Sie wieder dran denken, frühzeitig in den Cannabis-Markt reinzukommen. Ich zeige Ihnen gleich mal, was wir da an der Analysefront leisten können. Ganz kurz noch hier das Statement. Der vom Vorsitzenden des Justizausschusses des Repräsentantenhauses Jerry Nadler verfasste Gesetzesentwurf mit dem Titel Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act wurde laut dem angesehenen Fachportal The Hill Cannabis von der Liste, das ist jetzt das Wichtige, Cannabis von der Liste der auf Bundesebene kontrollierten Substanzen streichen und die mit der Droge verbundenen strafrechtlichen Sanktionen abschaffen. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob die Geschichte danach legal ist oder nicht. Danket dem Herren, wenn das passiert, und das werden viele, viele Tausende, Zehntausende machen, meist farbige Leute in den USA, die in den Gefängnissen sitzen, in den vollgestopften Gefängnissen des US-Justizsystems, teilweise 20, 25 Jahre gekriegt haben, weil es gibt ja diese Three-Hit-Order, jetzt mal ganz hart gesprochen, sie werden von den Polizisten aufgegriffen mit einem Joint und von mir aus noch so einem Packen Gras in der Tasche beim ersten Mal, da gibt es irgendwie vielleicht noch Bewährung oder ein Jahr, beim zweiten Mal wird es schon härter und beim dritten Mal 25 years, 25 Jahre. Und da sitzen ja ganz, ganz viele Leute aus den Suburbs, den Ghettos von mir aus den einfach den Gegenden, denen es eben viel schlechter geht, die verarmlicht sind, die eben viel kiffen, ja, und da sitzen Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende von denen wegen wirklich marginalen Strafen im Knast. Ich weiß nicht, ob sich das dann auch ändern würde, ob die diese Leute dann rauslassen würden, denn sowas ist furchtbar, sowas hat viele Familien auseinandergerissen und auch viele Leute kriminalisiert. Ja? Da kommen sie dann, man sagt ja gerne, der Knast, im Knast macht man die Doktorarbeit zum Kriminellen, wenn man es nicht vorher schon war, da wird man es dann spätestens.
Ich wollte eigentlich nicht politisieren heute, aber das ist doch mal etwas, was gesagt werden sollte, denn das ist eines der schlimmen Dinge, dass der Gefängnissektor in den USA privatisiert ist. Es gibt also große Gefängnisunternehmen. An was sind die wohl interessiert? Die sind interessiert, dass schön viele Leute ihre Gefängnisse bewohnen, damit sie natürlich vom Staat dafür die Leistungen kriegen. Und damit ist das ganze System darauf ausgelegt, dass die Gefängnisse voll sind. So. Ich halte jetzt meinen Mund. Ich wollte mich hier jetzt auch nicht groß aufregen über diese Scheiße, ist nämlich ein ganz anderes Thema. Aber das wäre für mich noch der positivste Nebeneffekt, wenn dieses System entkriminalisiert wird, dass man hier nicht mehr USA an der Spitze, was die Einwohnerzahl pro 100.000 Leute Gefängnisinsassen angeht, ich glaube, weltweit an der Spitze ist. Das ist eine Schande. Und jetzt habe ich wieder weitergemacht, verdammte Kacke. Also ich höre auf. Kommt es tatsächlich zur Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in den USA, wäre dies ein starkes Signal für den gesamten Sektor. Tilray, Canopy Growth und Co. würden hier stark davon profitieren. Die zuletzt gebeutelten Aktien dürften dann zur Aufholjagd ansetzen. So, und das Ganze wollen wir uns jetzt mal anschauen. Vielleicht ganz kurz noch vorab, ich habe es ja gesagt, was können wir leisten? Unsere Aktien in unserem Cannabis-Paket sind Entourage Health Corporation, Aurora, Canopy Growth, Green Thumb Industries, auch ein sehr interessanter Titel, die Gronos Group, Organigram, schauen wir uns an, Tilray, schauen wir uns an und Curaleaf Holdings, Ticker Cura, auch sehr interessant. Wenn Sie da übrigens auf unserer Seite www.hkcmanagement mehr darüber lesen wollen, klicken Sie einfach hier drauf und dann haben Sie die Beschreibung zu den eigenen Titeln, können gleich Live-Charting sich das Ganze anschauen, ist hier immer mit dabei, sind Live-Kurse. Ja, kriegen Sie alles in unserem Cannabis-Paket und da werden wir, sollte es nun die richtigen Impulsstrukturen geben, in den nächsten Wochen Einstiegsbereiche hinterlegen, denn wir warten jetzt mal noch ab, wie sieht die Situation aus. Ich habe mir hier mal einiges zusammengeschrieben zu den jeweiligen Werten. Wie gesagt, wir schauen uns das Ganze charttechnisch an. Wir schauen es uns auf Basis der Elliott-Wellen an und da führe ich sie jetzt mal durch. Also, erster Wert, den wir uns anschauen, erster Chart ist Gronos. So, die Gronos Group. Also, Gronos Gruppe hier. Wir erwarten hier, an sich ist theoretisch der Minimalbereich für eine Gegenbewegung hier in der B schon erreicht. Wir gehen aber davon aus, dass wir hier wahrscheinlich nochmal stärker runterkommen, um dann hier als allererstes Mal, das würde natürlich wie als Katalysator sollte, diese Abstimmung positiv verlaufen und wie hier auf Bundesebene alle Titel Cannabis insgesamt legalisieren, dadurch eine Straffreiheit generieren, dann hätten wir hier einen massiven Katalysator nach oben. Der nächste Idealbereich für diese übergeordnete Welle 4 wäre der Bereich zwischen dem 161,8er Fibonacci als auch der 200er Extension und das ist zwischen 5,49 Dollar und 6 Dollar. Dieser Bereich hier oben, hier ist natürlich richtig Schmackes drin, da reden wir von bis zu 80% Preisanstieg, welches das in kurzer Zeit machen kann. Jetzt ist hier die Frage, warum sehen Sie es danach nochmal runtergehen? Wellentechnisch sehen wir den Markt hier danach nochmal stärker korrigieren. Ja, es kann hier zu einem anderen Szenario kommen, das ist es aber aktuell noch hier für uns. Warum? Weil wir hier noch keine 5 Impulswellen ausgebaut haben. Um wirklich an einem Markt erkennen zu können, dass ein Markt nachhaltig bullish ist, also nicht nur eine korrektive Aufwärtsbewegung hat, das hier sieht eher noch korrektiv aus. Es ist noch kein fünfwelliger Impuls. Es sind bisher nur 3 Bewegungen. Dann müssen wir eine klare fünfwellige Impulsbewegung sehen. Die sehen wir noch nicht. Sobald wir die sehen, werden wir in gelb hinterlegte Einstiegsbereiche hinterlegen, werden diese an unsere Abonnenten rausschicken, um diese dann nutzen zu können, dass wenn der Kurs da reinkommt, dass sie dann Long-Positionen hinterlegen können, diese Aktien der jeweiligen Cannabis-Titel kaufen können. Und dann werden wir die natürlich nach oben begleiten, versuchen immer wieder in Gegenbewegungen weitere Positionen hinterlegen zu können. Aktuell müssen wir in diesem Bereich ganz klar schauen, wie ist die Bewegung dann hier hochgekommen? Zeigt die sich nun impulsiv? Das würde bedeuten, dass wir hier nicht mehr die Abwärtsbewegung sehen, sondern hier nachhaltig hochgehen. Dann würde das nur noch zu einer kurzen, einer kleineren Gegenbewegung kommen, vielleicht in den Bereich von 4,50 rein, bevor wir durchstarten. Das muss sich jetzt die nächsten Tage und Woche zeigen. Dann können wir reagieren, noch ist es zu früh. Kommen wir als nächstes zu Tilray.
Tilray sieht insgesamt, wie ich meine, schon deutlich besser aus. Wir haben hier eine klare dreiteilige Bewegung nach oben gesehen. Auch hier, Sie sehen das, 1, 2, 3. Hier ist es noch kein fünfteiliger Impuls. Wenn wir hier ein bullisches Bild sehen wollen, dann muss Folgendes geschehen. Wir würden jetzt hier weiter korrigieren. Der Kurs liegt ja aktuell bei 7,83. Hier würden wir in den Optimalbereich reinkommen zwischen 7,52 und 7,17. Dort liegt das 50er und das 38,2er Fibonacci. Hier ist der Optimalbereich für eine Trendwende in der Welle 4, um von hier den bärischen Trend zu stoppen, um dann hier weiter anzusteigen. Und da hätten wir Platz circa von 9,50 bis 10 Dollar nach oben. Ja. Bisherige Hoch liegt hier bei 9,93. Wir würden dann hier noch eine weitere Gegenbewegung erwarten. Sollte sich das Ganze so ausspielen, würden wir dann auch hier einen Trading-Bereich oder Einstiegsbereich hinterlegen, markieren, verschicken, sodass Sie frühzeitig schon Limit-Orders im Markt hinterlegen können, um hier long zu gehen. Aktuell auch hier ganz klar gesagt, ich bremse hier die vorfrühe Euphorie, weil ich glaube, Sie brauchen uns auch nicht, um hier anzuheizen und einzutrommeln und wir schmeißen jetzt unser Geld rein. Nein, wir müssen hier vorsichtig sein. Wir ziehen unsere Lehren aus der Bewegung des letzten Jahres. Wir sind hier vorsichtig optimistisch, das zeigen wir auch. Und sobald wir hier fünfwellige Impulsstrukturen haben, was die Sicherheit erhöht, dass es sich um einen nachhaltigen Anstieg handelt, werden wir hier Trading-Bereich hinterlegen. So, kommen wir zum dritten Wert. Es ist Organigramm. Organigramm könnte man sagen, wenn man sich die Struktur hier anschaut, der Titel, an dem wir am ehesten oder am frühesten, wenn man so will, weil er vom Count, von der Zählung her am weitesten ist, einen Zielbereich hinterlegen werden. Ja, also es ist wahrscheinlich der erste Titel, an dem wir einen Einstiegsbereich hinterlegen werden. Wenn der jetzt hier in der C sauber runterkommt und hier das 61,8er Fibonacci, den goldenen Schnitt, abgreift, dieses liegt bei 1,88. Der Weg ist gar nicht mehr so weit. Sollten wir hier sehen, dass hier eine saubere Struktur zurückkommt, wie hier einen sauberen Trendwechsel sehen, werden wir reagieren und dann wird das für Sie, entweder Sie sind bereits bei uns bei Cannabis oder Sie wollen hier demnächst einsteigen, werden wir einen Einstiegsbereich hinterlegen, verschicken und Sie können dann schon direkt Positionen hinterlegen und dann hätte der Titel hier wirklich Platz. Freut mich auch, dass wir die Situation hier sehen bei Organigramm, denn es ist ein Titel, in den ich schon sehr lange investiert bin. Die Höhen erlebt habe, ich erinnere mich, da war ich schon mit 296, also ganz knapp 300% im Plus, bin dann jetzt auch im ganzen letzten Jahr massiv im Minus gestanden, habe das alles mitgenommen, ja, wohlgemerkt, und würde mich jetzt freuen, denn sollten wir diese Impulsstruktur ausbauen, nach dem Abverkauf sehen wir hier wieder Bereiche um die 5 bis 6 Dollar. Also durchaus sehr, sehr interessant, auch prozentual gesehen. So, jetzt kommen wir zu Canopy Growth. Canopy Growth sieht an sich auch gut aus, hängt aber irgendwie dem Count hier etwas hinterher. Warum? Wir haben hier die Welle 3 noch nicht erreicht. Auch hier 1, 2 runter, aber das gefällt mir noch nicht. Das sehe ich noch nicht als Welle 3, weil es hier so einen Optimalbereich noch nicht erreicht hat. Wir erwarten hier, dass der Titel eigentlich noch weiter hochkommt bei Canopy und mal mindestens die 11,75 Dollar anläuft. Das sollte so ein Mindestbereich sein, die 11,75 Dollar. Von dort eine kleinere Gegenbewegung, um dann weiter hoch zu starten in Richtung 14 bis 15 Dollar. Auch hier erst, wenn wir gesehen haben, dass die 3 erreicht wurde, die 4 sauber angelaufen wird, ich habe heute Sprachprobleme, dann werden wir auch hier einen Einstiegsbereich hinterlegen und dann bereiten wir uns auch hier vor, dass wir ganz klar langfristige Einstiege sehen und dass wir auch hier wieder in einen insgesamt bullischen Zyklus reinkommen. So, ich hoffe, das hat heute weitergeholfen, hat Ihnen einen Mehrwert gegeben. Wenn ja, lassen Sie diesem Video einen Like da, gerne auch einen Kommentar. Wie sehen Sie es denn aktuell? Sind Sie wieder positiv gestimmt am Markt? Sehen Sie jetzt den Start eines neuen Bullenmarktes? Ich meine, wenn wir uns den letzten Bullenmarkt anschauen, da haben wir Bewegungen gesehen, 800-900%, ich weiß noch, ich meine, es war bei Afria, damaligen Afria, 1400%. Es wäre sehr wünschenswert, es wäre sehr interessant, denn da ist wirklich Schmackes drin. Und wenn wir da eine
landesweite, US-landesweite oder bundesweite Legalisierung der Titel haben, fände ich das insgesamt auch eine tolle Sache, denn das würde dann auch einen Effekt langfristig auf Europa haben, denn die machen ja so ziemlich alles nach, was aus den USA kommt. So, ich wünsche Ihnen jetzt noch ein wunderschönes Restwochenende. Machen Sie es gut. Danke.